So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Far Cry 4 nach... Toll, Scheibe schon kaputt. Jetzt noch über einer Woche. Ich wollte eigentlich ursprünglich die komplette Woche aufnehmen, beziehungsweise Montag oder hab's mal Dienstag versucht. Ach, leck mich doch. Und... Naja, mir kam dauernd was dazwischen. Von daher hat es nicht funktioniert. Aber jetzt wieder 7 Folgen. Nächste ab morgen geht's ganz normal los. Wieder Montagabend, Sonntagabend, Montagabend und so weiter. Ganz normal wieder Folgen. Und da ich keinen Bock habe, die Mission von, wie heißt der, Hurt zu machen? Weiß nicht, wie der gerade heißt. Machen wir mal die Mission Blutrubin, die ich geschenkt bekommen habe. Gott, ist das Auto schnell. Ich kenne einen, der lebt ohne Fleisch, Musik, Geld und Medizin. Und der fühlt sich kugelwohl. Vielleicht sollte ich Gott schon mal ein Lieder machen. Ach, Mann. Dieses ekelhafte Radio. Ich habe die Tastatur wieder programmiert. Das dürfte eigentlich wieder funktionieren. Huch! Festungen! Festungen sind schwer bewaffnete Außenposten mit mehr Truppen und mehr Verteidigungsanlagen. Lade einen Freund an, die Festung im Koop-Modus gemeinsam zu bezwingen. Oder setze Schützenhilfemarke ein, um Verstärkung zu rufen, um die Chancengleichheit zu erhöhen. Auf 3500 Meter. Ups. Sorry, aber ich habe gerade nicht so unbedingt Lust dazu, die Plurs Festung zu stürmen. Auch wenn ich unbedingt Bock drauf hätte. Oh, das Auto macht auch nicht mehr lang. Noch 250 Meter. Ach, schau mal. Ja, ist ja gut. Erzeugen die mir, das gibt's nicht. Ich höre irgendwo Bären. Naja, was soll's. Das haben machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wir machen aber jetzt mal den Blutrubin. Hey Jay, mein Freund. Was geht? AJ, ich habe einen Freund in der Garde. Er sagte, Pagans Männer suchen den Rubin vom Prabodhana. Den Blutrubin und das Auge der Erleuchtung. Das Volk muss den Rubin zurückbekommen, wenn das Land wieder sicher ist. Means Männer dürfen ihn nicht kriegen. Sie würden ihn verkaufen. Und damit ein Stück unseres Erbes. Hier, ich zeig dir, wo du hin musst. Namaste. Zum Glück gibt es Krähen. Wenn's zu still ist, weiß man... Ein Zettel! Der einsame Planet Kyrat, Hashtag 4. Schamanismus und Dames. Heutzutage ist Schamanismus selten in Kyrat, aber er wird in bestimmten Teilen des Landes immer noch in sogenannten Ashrams praktiziert. Die Medizinmänner Dami... Dami? Genannt, fungieren als Vermittler zwischen der geistigen und der materiellen Welt. Die Bewohner der Kyrat gehen davon aus, dass unterschiedliche Arten von Geistern verschiedene Krankheiten hervorrufen können. Beim Heilungsritual wird je nach Krankheit oft ein Hahn oder eine schwarze Ziege geopfert. Das haben wir ja schon gesehen. Ob das jetzt zum... Da hat gerade ein Boot gespawnt. Alter, was eine Rauchwolke. Sehr auf die Umwelt scheinen sie ja nicht zu gucken, die Leute. So, kein Fisch? Na komm, schwimm! Bonus XP erhalten, warum auch immer. So, da müssen wir hin. Ich sehe da auch schon Kletterhaken, beziehungsweise... Ankettpunkte, sage ich mal. So viele Tiere. Hoffentlich kommen wir da auch unbeschadet hin. Nicht, dass uns wieder irgendwie so eine Art Nashorn oder so von hinten Rathach annimmt. Schnell.
Das war ja knapp. Ich habe das Gefühl, wir werden viel mit Bären zu tun haben. Und hoch da. Das macht echt Fun mit dem Seil. Das ist echt geil gemacht, muss ich sagen. Das ist echt geil. So. Und dann mal gucken, dass wir uns noch weiter ausrüsten. Ich habe den PlayStation 3 Controller neben mir liegen, weil die gerade updatet. Och ne, müssen wir da echt nach da oben? Hallo AJ. Ah, Mann, schon wieder eine Folge da oben, das gibt's doch nicht. Na egal. Der Blutrubin. Oh, in der Nacht wieder. Auf dem Mount Everest. Ich habe gerade nicht gesehen, wie hoch wir gerade sind. Ah, 7602 Meter. 94.941 Feet. So, wir kennen ja das gute alte Spiel. Gleich mal alles markieren. Was ist mit der Maus heute los? Und da haben wir eine Geheimanlage. Ich könnte da runter und da drüben hoch. Alle Fälle unentdeckt bleiben. Wir könnten halt darüber schwingen. Wow. Nein. Halt dich. Oh, Glück gehabt. Boah. Haben sie uns gesehen? Ich bin nicht da. Tschüss. Ach, mein Beutel ist voll. Komm her, Digga. So, der Scharfschütze guckt uns leider direkt an. Oh, Glück gehabt. Ups, das war mein Rechner. Hoffentlich habt ihr das nicht gehört. Der ist halt aus Metall, deshalb knackt er, wenn er warm wird. Mal Lüftung erhöhen. Der ist echt ganz schön warm. Was ist denn da los? So. Minensicherheit, täglicher Bericht. Frische Sklaven eingetroffen. Morgen früh werden wir sie gleich einsetzen. Zwei Versorgungsfahrzeuge sind eingetroffen. Sie bleiben über Nacht und fahren morgen zurück, nachdem sie entladen werden. Wurden. Wir haben gehört, dass König Min persönlich zur Mine kommen könnte, um den Blutrubin in Empfang zu nehmen, den wir letzte Woche gefunden haben. Ja, nicht mehr lang. Das ist bald meiner. So, der da oben guckt. Sehr schön. Links auf der Map, der ist auch nicht. Wie gesagt, wenn man taktisch vorgeht, ist das so einfach eigentlich. Zwei Alarme übrig. Ganz langsam. Moin, Kollege. Und tschüss. Sieht uns, sieht uns, sieht uns, sieht uns, sieht uns, sieht uns, sieht er uns. Er sieht uns nicht. Immer noch nicht. Soll ich schießen? Das ist aber zu laut. Guck weg. Guck weg! Ich will hier runter. Brav. Braves Chuchu. So, ich renne nochmal rein in das Haus. Denn hier ist noch Ekisteli. Gletscherbrille. So, wenn er da drüben ist, dann gehen wir hier hoch. Da ist noch ein Alarm, sehe ich auf der Map. Ja,
Und tschüss. So, gehen wir mal hier weiter hoch. Wir müssten erst den Alarm da drüben ausschalten. Brücke. Der Mond sieht auch super aus. Ich habe noch den Akku vorhin gewechselt von meiner Maus. Ich sehe keinen, ich sehe niemand, gar nichts. Ich hab da. Verdammt. Was? Oh! Direkt vor uns. Hä, was? Alter, kommt auf einmal viel aus der La. Okay. Aber wie gesagt, ich habe befürchtet, dass das jetzt schief geht. Geomine, los geht's. Nochmal. Ich bin aus der Übung. So, der da oben guckt ein bisschen. Ich glaube, wir gehen dann mal da hoch, vorsichtshalber, und erledigen alle. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen wie in der letzten Folge. Letzte Folge. Was sag ich eben? Wie eben. Letzte Folge, ich bin schon wieder ein bisschen weiter. Und zwar gehen wir mal da runter. Sie sehen uns, sie sehen uns, sie sehen uns. Sie sehen uns nicht mehr. Hä, wo ist der andere? Vorsichtig. So. Okay. Hat nicht ganz so funktioniert. Schade. Ach, den Zettel haben wir schon gelesen. Gut, dann machen wir das aber jetzt anders. Wir gehen mal da hoch. Und noch einmal leise. Scheiße. Oh oh. Oh komm. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Ich wollte springen und nicht klettern. Oh komm ey, dritte Mal jetzt. Fuck. Machen wir das nochmal so wie eben. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. So, nochmal alle markieren. Nö. So. Hier vorne sind es hier nur vier. Also da kommen echt viele aus dem Loch gekrochen. Da muss man echt aufpassen. Lieber Schleichtöten. Thank you.
das war und bringt ihn zu mir. Verstanden. Achtet auf jedes Detail. Findet ihn. Nichts. Gebiet ist sicher. Schwärmt aus und findet die Quelle. Komm, Putt. Niemand. Komm, Kollege. Ich gehe nach Nee. So, Alarm ist kaputt. Nu, wo war der Nachladesound? Probieren wir es nochmal. Wiederum ist die Folge auch wieder unglaublich lang. So, da oben ist einer, habe ich schon gesehen. Der hockt da. Dreh dich jetzt nicht um. Okay. Die Tastatur geht nicht. Warum nicht? Leck mich. Warum nicht? Warum geht die Tastatur jetzt nicht? Oh Mann. Gut, dann machen wir mal in der nächsten Folge weiter. In der Zeit durch die Tastatur aktivieren. Warum geht die denn jetzt nicht? Ja, die Mission mit dem Blutrubin hat jetzt leider nicht so geklappt. Das waren jetzt locker mal 20 Minuten verschenkt. Aber was soll's? Probieren wir es halt morgen nochmal. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Die Tastatur habe ich eben gerade aktiviert. Das Programm hat irgendwie nicht das angenommen, was ich eigentlich eingestellt hatte. Aber naja, was soll's? Probieren wir es in der nächsten Folge und ich verspreche euch, dann wird's besser.